Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zur Gurkenfress-Challenge. Ja, Matteo und Gino, ich mach euch fertig und Unge und... Das war ein Headshot. What the fuck? Das war er, nicht ich. Nice. Ja, geil. Ich mach die Jungs fertig, ja. Zwei Kilogramm oder 2,2 Kilogramm Gurken oder so haben die geschafft. Ich versuche 2,5 zu machen, hab mich vorbereitet. Geschälte Gurken, die werden jetzt gleich gewogen. Warum die geschält sind allerdings, das zeige ich euch jetzt. Frisch. Oh Gott. Ah, hast du überhaupt Messer, damit du die Enden abschneiden kannst? Bleib ich. Die ist ja mit Peter. Der beißt ja sehr verrein. Da. Es hat losgelegt. Nein, ich finde das auch cool. Aber was denkt sich wohl gerade der Security-Mann? Ja, der denkt sich auch so. Was ist da hier für eine bescheuerte Messe, wo Leute Gurken essen und dann so viele dabei zugucken? Die erste Gurke ist geschafft. Yeah. Yes. Oh, 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 oh. Boah. Ich merke schon, du scheinst schon jetzt zu kämpfen irgendwie. Ja, will halt irgendwann langweilig, ne? Ja, der hat die auch geschält. What the fuck? Also, die haben was gemacht und die haben nach dem Schälen gewogen. Ah ja. Der macht das schon. Ja. Gurken sind echt schon widerlich. Okay, so, jetzt wiegen wir es. Ja, also wie gesagt, ich habe versagt. Let's go. Also, das Ding wiegt. Ich kann es ja auf Tare machen, ne? Tare ist 0. 360. 2,1. Machen wir erstmal so. Das sind 2400. Das wird immer weniger. 2404. Fick dich! 2463 Gramm Gurke. Eine lasse ich mir noch übrig, um nochmal richtig den Stop rauszuhauen, wenn ich das schaffe. Ich mache jetzt erstmal die fertig. Allerdings habe ich mir gesagt, die Jungs haben ja gesagt, man kann die essen, wie man will. Ja, da hat sich der Jay wieder mal was überlegt. Und zwar kommt ein Teil davon in den Mixer. Weil ich muss ja auch noch was trinken, während ich das esse. Ne? Das musst du runterdrücken. Ja, das ist schon gut geklappt. Jetzt musst du oben noch eine neue Gurke rein. Das musst du runterdrücken. Das. Ja, dann... What the fuck? Was soll das denn? Er erinnert mich so hart ohne Scheiß. An die Schokolade. Der Thermomix ist doch so viel besser. Ja, ach was? Was ist das für eine Scheiße? Ich hab den gleichen Mixer gehabt, den hab ich im Urlaub extra vergessen. Sag mir doch, dass ich da kleinere Stücke reinmachen muss. Ja, beim Thermomix packst du. Da kann das AEG nichts für. Beim Thermomix, ja, beim Thermomix packst du da alles rein und dann ist das easy. Weißt du was? Sebastian macht da in der Zeit weiter, ich fang an zu essen. Zurückgelassen? Was ist das? Nur aus Interesse. Gewicht. Da musst du unten aufmachen vorher. Das habe ich von hier aus gesehen. Ja. Das habe ich, aber ja, ich habe es nicht gesehen. Ups. Wer anfangen? Das finde ich irgendwie widerlich. Ja. Ich weiß nicht warum. Das, nee. Das wird doch nicht lecker. Hast du schon gehört? Nö. Das finde ich ist okay. Das ja. Ist zwar monoton, aber das finde ich irgendwie eklig. Da fallen ja die Gewürze, kann er sich zwischendurch machen. Kurkuma-Stücke. Mach das schon mal auf. Ja. Alter, wir sind ja. Als wenn du gleich 2,5 Liter Gurkensaft sollst. Du machst aber nicht nur die eine Gurke rein, die ganz war, ne? Nee. Weißt du, die nicht. Besser? Gott, noch kurz in die Alter, wie? Ich hab das nur aufgezogen. Christian, warum hast du dir alles gemacht? Ich hab gemacht. Kannst du das haben? Arme Sebastian, ey. Oh, das sieht doch lecker aus. Mmm, yum, 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 yum. Ja, richtig zähflüssiges Sperma in Grün, ey. Geschredderter Schreck. Mal guck dir Alis Gesicht aus. Guck an. Ah, Prost. Ja, dann musst du füllen. Wenn der sich dann anguckt, dann kotzt der fast. Das ist schön. Oh ja, das magst du scheinbar sehr gerne. Ich habe eine kurze Frage, ja? Ich meine, ich weiß, ich bin nicht der Pro in der Küche, ich habe genug Fehler schon gemacht, ja, aber wäre nicht super smart gewesen, erst ein Stückchen Gurke zu machen, da zu probieren, ob das schmeckt beim Trinken und dann 3 Gurken da rein zu schmeißen. Willst du nicht langsam mal würzen, das Getränk vielleicht? Nee, das ist schon mit Salz, Pfeffer gewürzt. Schmeckt das Getränk besser oder schlechter als die ganze Gurke? Anders. Ich dachte, da kam die dabei. Jay, du musst das unten aufmachen. Wir hatten da zugemacht! Wie könnt ihr nur wieder den Deckel drauf machen? Oh. Zimt gemahlen. Doch, Jay kann das.
Nicht so viel. Boah, Alter. Und Zucker, boah, kannst du auch. Wir kennst den von. Du kannst Zucker, ja, vor allem in der Zucker Menge gleichzeitig. Das ist mehr als Sepp Kurkuma getan hat. Das ist eine schöne Salzkruste, die sich da gebildet hat wegen Jays Papa. Die Haut ist sonst immer das Geilste beim Hähnchen. Naja, Gurke nicht. Nein. Oh. Ach so. Ich dachte auch schon mal, ein Unterschied. Das könnte aber auch daran liegen, dass eine Gurke in der Regel nicht 30 bis 45 Minuten an so einem geilen Drehspieß hängt. Das stimmt vielleicht. Vielleicht ist dann die Gurke danach der Shit. Ich glaube, dann wird die Gurke gar nicht mehr da sein, weil sie nur aus Wasser besteht. Das war du gerade von dem. Der Gurkenröpster, Junge, damit wir uns heute den ganzen Tag erfreuen. Ja, Gurken riechen mega neutral, das ist okay. Gurken? Nee, finde ich nicht. Gurken riechen nach Gurken. Ja, Gurken riechen auch nach Gurken, das stimmt. Aber ich finde, jo, warum tunkst du die Gurke da rein? Damit man den Zucker nochmal weiter benutzen kann. Kannst du sonst Prise? Ein Löffel wäre vielleicht hilfreich. Nimm noch Zimt jetzt dabei. Diabetes. Captain Diabetes. Ja, stimmt, das ist ja die ich nicht essen will, ne? Ja, das stimmt. Der Milch war von Eis essen. Ah ja, stimmt, die 20 Kugeln Eis, das war auch schon nice. Vielleicht ein bisschen mehr als das bisschen Zucker. Ja, guck mal, du bist ja fast fertig. Eine Gurke noch, plus das Zeug und dann noch ein bisschen. Ah. Boah, du hast schon ganz schön grüne Hände. So grüne Hände. Junge, Alter, du bist ein Grinch. Guck mal, das heißt, eigentlich musst du halt abschauen, wie viel das ist, damit das der abgezogen werden kann. Er klatscht dir gleich die grüne Hand ins Gesicht. Ja, okay. Ich werde Bram, vielleicht geht das auch durchs Blut gerade und in seinen Körper. Vielleicht wird er wirklich grün. Prost. Mahlzeit. Das war eine scheiß Idee, das Glas sieht so leer aus. Ich kann gerne nochmal nachschauen, wenn du möchtest. Das war das erste Glas erst, ne? War so sieht das aus. Zero? Hast du die? Ja, Gurk Zero. Boah. Willst du dir echt noch jetzt einen Coke dazu hören? Geschmack. Ja, aber es ist halt auch sehr. Tunk die doch da ein. Ich bin dafür, dass du die Gurke irgendwo rein. Warum willst du, dass ich die Gurke irgendwo rein? Weil das so ein geiler Move wäre. Was? Ich nehm den. Warum machst du dir denn so schwer? Du hättest doch nur 7 Gurken essen müssen. Hä, was ist das Problem? Ich weiß auch nicht, wo das Problem vielleicht ist. Vielleicht entdecke ich ja jetzt was Neues. Ja. Oh, wie die Beine. Alter, ist das ekelhaft. Das ist zum Abschäumen wie die Hölle und zu viel. Ist das ekelhaft. Du noch Salz rein. Ja. Nee, das nicht, das schmeckt ja scheiße. 100 Gramm haben 400 Kalorien. Zucker, reiner Zucker. Wie hast du gesagt, einer Gurke macht er noch? Ich schmecke nur noch Gurke. Macht keinen Unterschied. Das schmeckt da keinen Unterschied. Gramm. Oh, Sammy möchte auch eine Gurke. Hau ab. Nein. Oh, guck mal. Nein essen. Wie so ein Neandertaler. Der mit den Tieren um sein Essen Müll essen, geh weg. Mann! Ja, halt ihm doch mal die Gurke hin. Nein! Hm? Hallo! Ich glaub nicht. 2,5 Kilo. Komm. Jetzt. Ja, aber das ist doch so, weißt du, wenn er die ganze Zeit am Essen ist, denkt die ganze Zeit. Ich hab voll Hunger, Alter! Ja, ich denk mir die ganze Zeit aus, ich will so eine scheiß Gurke. Ja. Herr Bram, da ist noch eine Gurke. Ja, aber nee, der geht ja noch nicht. Essen. Wenn der gleich fertig ist, dann ich möchte das auf jeden Fall mal probieren. Das hier? Hier, gönn dir das. Nee, das geht nicht. Das muss ja noch gegenrechnen. Ja, stimmt, guck mal, du kannst das oben löffeln und unten trinken. Das ist ein halber Liter noch. So, da kommt der letzte. Du wirst dich jetzt entscheiden. So, trinken oder nicht? Ein Glas kannst du noch. Easy. Schon eklig, ne? Wenn es halt gärt schon. Ich glaube, das schmeckt diesmal besser als das andere Glas. Ich glaube, das ist gerade dunkler geworden, oder? Ja, da unten hat sich das ja ein bisschen abgesetzt. Genau, aber ne? Das ist jetzt nämlich wirklich, du hast Gurkenwasser und ich glaube, das schmeckt ganz geil. Das schmeckt mega geil. Boah, komm, Ex oder Arsch, Jay. Da könnte ich mir vorstellen, dass das besser schmeckt als das andere. Weil das nicht dieses Schaumige ist. Schon ein bisschen gesetzt dann, ne? Aber ich möchte auch, dass du das schaffst. Das ist jetzt auch mein Problem. Das stimmt. Ganz kurz mal die Frage ist, wie gehen wir jetzt weiter vor, Jay? Aktuell ist, wenn das leer machen würde, ist jetzt 1827. Ja, aber ich mach das hier nicht leer. Okay, das heißt, das wird gemessen, wie schwer das ist. Übernimmst okay. Du das? Ich mach das mal. Ist gar nicht mehr dran? Was machen wir denn, wenn wir mit der anderen Gurke zu wenig haben? Dann muss er halt trinken. 2 Kilo schaffe ich.
Also hier ist auch noch einiges so am Rand, ne? Das müssen wir auch ein bisschen abziehen. Ja, 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 mach mal. Du mach machst mal. Das schon mal. Versuch der Mann, es da rauszukriegen. Ja, jetzt stell wir doch auf jeden Fall erstmal noch ein Gürkchen essen. Du musst mir nur sagen, welche, ob sie groß oder die kleine wird. Die große. Die da. Das die müssen wir nochmal wiegen, ist das wirklich die große? Ja, dann ist die dicke große. Okay. Die ist nämlich dann 356 wert. Genau. Weil die ist kleiner und deswegen habe ich die Hoffnung, aber die ist halt dicker, aber sie ist kleiner und ich habe trotzdem die Hoffnung, dass dann mein Gehirn da eher mitspielt. Also das sind 240 das und ich würde nochmal 10 Gramm draufrechnen für das, was hier hängen bleibt. Also 250 dann Gramm. Bist du bei, dann bist du, wenn du die Gurke gegessen hast, bei 1943, wenn die weg ist. Sogar? Ich kann da nichts für, ich bin nur der Mathe-Mann. Ja. Bist du jetzt komplett Ham oder was? Alter. Jetzt schmeckt die auch anders. So muss er das Stück noch machen. Boah, du kannst das, weg, ey. Hier, tunk das mal da rein. Tunk das da rein. Wird sie doch eigentlich richtig geil. Das sieht aus. Ja, guten. Das schmeckt wahrscheinlich euch jetzt gar nicht so schlimm. Da ist zu viel Salz drin. Ja, aber die Konsistenz ist interessant. Ja, hey, ist wie beim Sushi to go. Never go full retard. Das war die Coke. Surprise, motherfucker. Gurke mit Sojasauce. Aber das war auch Wok-Soße. Ne, das ist Sojasauce. Ja. Mhm. So. Wie viel habe ich jetzt? Immer noch nicht 1933. 1933. Damit knacke ich die 2 Kilo. Dann wird abgezogen. Ja. Tja, dann musst du leider ins Jetzt musst du das quasi wieder draufrechnen. Das ist wie viel? Was? Das sind 109, wenn er die isst. 109? Okay. Die Regierung von Sven hat gestern gedacht, ich hätte so wenig Haare. Oh ja. Wenn ich einen Chemieunfall hatte. Ja. Ja. Dann gibt's einen Flip zu. Oh Mann, Alter! Das ist der beste. Hast du das erzählt? Nein! Sie dachte das einfach. What the fuck? Wie beleidigt ist das denn? So kann kein Mensch natürlich aussehen. Das muss richtig! Stehen, wie das ist so geil! Sven hat dann nur ganz trocken gesagt: Ja, deswegen sieht sein Gesicht so aus. Ja. Das war echt witzig. Der ist ja noch nicht weg. Ja, nee, also wir sind immer noch der Meinung, dass wir die 2100 gegessen haben. Wir wissen das aber alle nicht. Nee, wir wissen das aber nicht. Das heißt, wir müssen. Ja, du hast jetzt 2 Kilo geschafft. Also, du hast jetzt 2042 geschafft. Aber ich bin da echt stolz drauf, dass ich die 2 Kilo geschafft habe. Dafür habe ich noch nie in einem Stück. Das ist schon echt viel. Das ist schon nice, ja. 2 Kilo ist schon. 2 Kilo essen und dann noch Gurken. Ich organisiere die schnell. Boah. Machst du keine Gurken? Also, Management kann man arbeiten. Warum? Nee, mir sind nicht zu intensiv. Also mein Geschmackssinn ist da. Hast du jemals geile Gurken gegessen oder immer nur solche? Was sind denn dann geile Gurken? Ja, Gewürzgurken zum Beispiel. Ah. Gewürzgurken mag ich. Magst du nicht auf. Schmutz. Warum ist das Schmutz? Ich habe keine Ahnung. Erstmal A sind die gleichen Gurken wie die du hast, nur eingelegt. Ja, Schmutz. Die ist, hast du 2217. Da geht doch noch was. Eine kannst du noch. Die komm. Letzte noch? Das ist ja nur vorlegen. Das heißt, wir wollten das auch heißt, was essen. Guck mal, der Mensch in dir, der andere gerne leiden sieht. Das heißt, jeder, der das schlagen will, muss eine mehr da essen. Durch. Ja, aber für Gino ist das halt nix. Der macht das morgen an einfach und fertig. Zum Frühstück. Weißt du, für mich ist das was Großes. Ich muss mich darauf seelisch vorbereiten. Ein Killer-Gegner. Das ist blöd, wenn du weißt, du hast eh keine Schnelle. Der macht keinen Spaß gegen ihn. Nee. Nicht in Relation als gleich wie Kalorien, weil da müsst ihr ja nur so viel essen. Das ist schwer, das Essen ist gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer noch so. Der ist fertig! Woo! Aber nicht runter auf den Weg. Das ist schon hart. Ja, okay. Sorry. Immer hast du ungeschlagen. Ja. Safe. Easy. Und der wird der, auch. Den hätte ich auch geschlagen, wenn ich eine Gurke gegessen hätte. Der hat gekotzt. Der gekotzt hat, dann bist du raus. Wie viel Gurken hat er denn gegessen, bis er gekotzt hat, aus Interesse? 2 Kilo oder was? 2 Kilo. Hat er komplett geschafft, 2 Kilo bevor er gekotzt hat? Weiß ich nicht. Aber annähernd 2 Kilo. Keine Ahnung, wie viel. Okay. Ja, 2 Kilo. Irgendwie in die Richtung. So, Jay, komm, schluck runter. Muss jetzt so aufstehen, damit man weiß, dass er nicht kotzt? Ja. Mach Mund auf. Einmal Handstand. Ah. Damit nicht mehr. Das war dann mal besser sein. Hast du jetzt runtergeschluckt? Yes! Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt, Mathe-Meister? Ja, Moment, muss ich
Ich will auf meinen Taschenrechner gucken. 2463 minus 250. 127 Gramm hast du Gino geschlagen. Also 2200. Egal. Also insgesamt Bam. 2217. So. Gurken werde ich nicht nochmal so viel essen. Das weiß aber ich jetzt zum Gyros, Mann. Yeah, mit Essen! Hätte ich jetzt Bock. Ja, hier, fühl mal hier. Hier muss man fühlen. Alter, das ist hart. Hier ist richtig hart. Das ist richtig, aber der Bauchmuckis gekriegt. Ja, wie voll der jo, ist, der Magen. Ey, ich hab jetzt Atemnot. Ja, ich muss mal Pipi machen, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Easy Game. Bonjour, ihr seid Lappen. Ciao.